Die Stadtwerke Böblingen investieren in die Zukunft, so der Titel der Presseeinladung. Hier wird gleich ein neues Kraftwerk symbolisch in Betrieb genommen, ein Blockheizkraftwerk, direkt angeschlossen an das bisherige Heizwerk Grund. Wir haben es hier mit einer Kraft-Wärme-Kopplung zu tun. Das heißt, gleichzeitig wird umweltfreundlich Strom und Wärme erzeugt. Wir verbessern die Umweltbilanz der Fernwärme, stabilisieren das Ergebnis der Sparte Fernwärme bei den Stadtwerken, wovon letztendlich nicht nur die Umwelt, sondern auch insbesondere auch unsere Kunden profitieren. 2 Megawatt leistet das neue BHKW, genauso viel wie sein Geschwister auf der Hulb. Das Heizkraftwerk Grund kann somit 90% der eingesetzten Energie an das Netz wieder abgeben. Ein Spitzenwert. Klar, dass da der grüne Oberbürgermeister gern selbst den Startschlüssel umdreht. Deswegen bin ich besonders erfreut, dass wir jetzt auch in Böblingen 2 von diesen BHKWs auch am Start haben, mit jeweils 2 Megawatt Leistung. Und da steckt richtig viel dahinter und gleichzeitig bedeutet es auch, Kohlendioxidemissionen zu vermeiden. Kaum laufen die Turbinen, will der OB aber nochmal rein. Was ist hier eigentlich größer, die Begeisterung für den Umweltschutz oder die Neugier des Ingenieurs? Natürlich, als Ingenieur finde ich die ganze Technik, die hinter so einer Turbine oder hinter so einem Blockheizkraftwerk steht, die finde ich sehr beeindruckend, weil das sind Gerätschaften, die jetzt über viele, viele Betriebsstunden, also mindestens 30.000 Betriebsstunden nonstop kontinuierlich Arbeit leisten. Und als OB freue ich mich natürlich sehr, dass wir hier was für die eigene Stadt machen können und einen Beitrag für den Klimaschutz leisten können. Böblingens Energieversorgung wird mit dem neuen BHKW jedenfalls stabiler und umweltfreundlicher und die Luft über der Stadt damit ein bisschen sauberer.